Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit dem AMX 30. Der Psych 2K17 hat das Ganze hier eingesandt. Vielen lieben Dank. Und wir haben hier kein Top-Tier-Gefecht, denn er ist hier mit seinem AMX 30 mit Tier 10er, 9er, 8er Gefecht. Also auch das, was ihr euch ja immer mal wieder wünscht, dass ihr sagt, ja, nur Top-Tier ist ja doof. Deswegen auch mal heute wieder ein bisschen Low-Tier. Ja, der Franzose, für den, der es noch nicht weiß, spielt sich so ähnlich, also die Panzer so von der Agilität und von der Spielweise her, wie der Leopard 1. Also wer mit dem Leopard sehr gut bei den Deutschen zurechtkommt, der wird mit den Franzosen auch definitiv seinen Spaß haben. Wer nicht, der wohl eher nicht. So, also jetzt schauen wir mal, wohin er fährt. Er macht wohl die klassische Position oben hier am Hügel dann da klar. Unten geht jetzt der Gegner auf. Und da, oh ja, dann nimmt er doch den anderen Weg. Und jetzt will er hier auf den Hügel hochfahren. Schafft es gerade so, aber kriegt schon den ersten Hit. Aber jetzt hat er seine Position. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie er die hier ausspielen kann. Habe ich im Replay auch noch nie so live gesehen. Von dem her bin ich jetzt gespannt, wie die funktioniert. Ja, und der T-34, der bekommt gleich mal mit, wie die funktioniert. Erster Treffer sitzt schon mal auf der AMX 5000. Bekommt das eine sofort. Und man sieht ganz gut, die Mates, die hier stehen, die sind nicht sicher. Das heißt, man kann hier von dieser Position sehr gut drauf schießen. Finde ich jetzt auch vom Thema des Goatens nicht so drastisch schlimm. Da gibt es andere Positionen, die sind bei weitaus unangenehmer, weil hier kann man nämlich auch noch gut auf ihn schießen im Zweifel. Aber der Gegner hat keine Sicht auf ihn. Und dementsprechend kann er hier nach Gusto und nach Laune wirken, wie er will. Ich würde jetzt wahrscheinlich eher den AT-28 hätte ich jetzt rausgenommen, weil mit dem nächsten Schuss wäre der schon weg gewesen. Jagdpanzer hat er da mal blind beschossen. Ja, und er ist halt natürlich hier wie Moorhuhn, kann man sagen. Also er kann ja einen Hit nach dem anderen rauspratzen, ohne dass er da jetzt irgendwie großartig Probleme bekommt. Und jetzt hat er auch den Rott rausgeschossen. Jetzt muss er aufpassen, weil im Norden, da ist der Gegner schon so ein bisschen. Da hat er zwar viele Teammates, aber da kann es durchaus noch zu Problemen kommen. Ja, T-34 bekommt er jetzt auch. Also er hat schon fast 4000 Damage gemacht. Wahrscheinlich hat er die auch schon mittlerweile. Aber jetzt kommt eben der Norden langsam durch. Genau das war die, die ich meinte. Der T10 und das Objekt, beide jetzt ordentlich von ihm auch unter die Mangel genommen. Der Durchschlag von der Granate, falls es den ein oder anderen sind, 248 Premium, hätte dann 300, wenn es denn da mal knapp wird. Er macht es hier wahnsinnig gut. Muss man einfach sagen, wie es ist. Der Gegner hat hier keine Chance, hat hier keine Sicht auf ihn. Und auch hier, obwohl sein Team, das Gegnerteam hier unten massiv steht, drückt keiner da hoch. Und dementsprechend bleibt er hier einfach ungespottet die ganze Zeit. Und ja, so kann man es halt machen, gell? Ja, schon 6600 Damage. Also es ist wie gesagt ein unfassbares Moorhuhnballern hier in der Form. So, jetzt hat er eh Premium. Das heißt, da braucht er beim Jagdpanzer auch nicht mehr großartig aimen, denn das geht schon einfach so für sich. So, jetzt ist er offen und jetzt muss er natürlich schnellstmöglich hier weg, denn da war er jetzt wichtig, dann unangenehm zu beschießen seitens der Gegner. So, jetzt wollte er aufs Laufrad vom Scorpion G schießen, hat aber da nicht reinbekommen. Der kommt jetzt hier rum und da fährt er jetzt ein bisschen weg, nimmt jetzt hier den Stein als Deckung.
So, der Scorpion geht jetzt wiederum auf die Badget. Ja, und die wird da vom Conway rausgenommen. Aber er sollte schneller nachladen. Sollte also jetzt den... Ah, ganz knapp hat der Scorpion Gedis jetzt hier clever gespielt. Hat es nämlich hier auch seine Agilität genutzt, um wieder hinter den Stein seines Zeichen zu kommen. 8300 Schaden einfach schon. Wahnsinnig. So, jetzt hat der Conway mal dran glauben müssen. Jetzt sieht der Scorpion seine Chance. Aber so viel zu der Chance, die er gesehen hat. Er prallt sogar noch ab und dann wird er eliminiert. 9-7 der Stand, davon hat er 6 Fahrzeuge zerstört und 8300 Damage gemacht. So, jetzt hat der Waffenträger hin. Oh nein, Auto-Aim nicht funktioniert. Ja, und da war es für ihn leider schon. Wir haben 8800 Damage gesehen, er hat aber gemacht 9600 und das in lediglich 5 Minuten. 46 Sekunden. Eine wahnsinns geniale Leistung. Mit einem guten Spot, muss man auch sagen, wie es ist. Clever gespielt, Spot ausgenutzt und den Gegner einfach mal richtig, richtig, richtig lang behakt. Ja, ein Hit mehr und es hätte schon die 10.000 sein können. Aber ich denke mal, zumindest der Sieg sollte hier drin sein. Sein Team ist jetzt hier sehr schön beim gegnerischen Capture. Ja, und er ist da, geht auch mit sich da hart ins Gericht. Er schreibt auch Missplay bei mir. Das weiß er. Da war er am Schluss ein bisschen sehr greedy. Also da hätte er mit ein bisschen mehr Ruhe das Ganze... Ich bin jetzt nicht da hin und her wechselt. Mit ein bisschen mehr Ruhe hätte er das Ganze entspannter nach Hause bringen fahren können. Ja, 12-12, also es wird auf jeden Fall nicht unspannend durch das Team gemacht. So, jetzt muss das Objekt schießen. Hat aber jetzt den Druck von 2 Gegnern, B50 und seitlich 2. Warum schießt er denn nicht? Der scheint, alle Munitionslager ist nicht hin, keine Ahnung. Also so einen langen Reload sollte er eigentlich nicht haben, dass da gar kein Schuss rausgeht. Und damit 13-13, weil der Kranwagen den E50 noch rausnehmen konnte. Der Kranwagen, der steht noch gut im Saft, der T34 ebenfalls. Also die beiden sind noch so voll, da soll es eigentlich gar keine Probleme hier geben. Natürlich auch sehr spannend für ihn zu sehen, ob das jetzt hier funktioniert mit seinem Sieg. So, der Kranwagen, erstmal eine vom Pershing und dann das Objekt. Haben die Gegner eigentlich gut gemacht, denn die stehen jetzt so in der Zange, dass sie beide nacheinander wirken können. Der eine schaut sozusagen weg und dann kommt der andere rausgefahren und setzt den Hit. Also sehr, sehr smart, muss man sagen. Wenn sie ein bisschen mehr Hitpoints hätten, dann würde das auch hier auf jeden Fall eine sehr sinnvolle und gute Taktik sein. Aber in dem Fall zu wenig Hitpoints und deswegen der Sieg für ihn und sein Team. Eine geile Runde, kann man trotzdem nicht anders sagen. Fast 10.000 Damage gemacht und zu Recht, glaube ich, hier auf dem Kanal. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.